1 Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 1 Live. 0800 220 5050. So, meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live. Talk Radio. Wir melden uns hier live aus Köln und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben heute Nacht nämlich ein festes Thema und das Thema heißt, was Männer wollen. Letzte Woche hatten wir, was Frauen wollen und heute unterhalten wir uns über das Thema, was Männer wollen. Und ich möchte in erster Linie mit euch, mit den Jungs, mit den Männern reden über eure geheimen Wünsche. Gibt es etwas, was ihr euch vielleicht nicht traut, euren Frauen zu sagen, was ihr gerne mal machen wollt? Oder vielleicht könnt ihr es aus irgendwelchen Gründen euren Frauen nicht sagen. Oder ihr wollt es ihnen nicht sagen, vielleicht auch aus irgendwelchen Gründen. Wenn ihr wollt, wiederum hier heute Nacht, können wir darüber sprechen. Und ich würde auch gerne mit einer oder anderen Frau sprechen, die sehr viel Erfahrung mit Männern hat, die mir erzählt, was die Burschen so eigentlich wirklich in ihrem tiefsten Inneren wollen, denken und fühlen. Also, was Männer wollen, das ist unser Thema heute Nacht. Unsere Telefonnummer wie immer 0800 220 5050 oder meldet mir unter domian@wdr.de. Der erste Mann, den ich heute begrüße, ist Michael und Michael ist 32. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Michael. Domian, ja. Vorweg erstmal vielen Dank für deine Sendung. Ich beobachte die Sendung schon seit einiger Zeit. Ja. Und sie gefällt mir von Mal zu Mal immer mehr. Das ist ja nett, dass du sagst. Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt hast du dich angesprochen gefühlt bei dem Thema, was Männer wollen. Ja. Was wollen denn Männer, beziehungsweise was willst du, was will Michael? Also, ich möchte in erster Linie eine Frau kennenlernen, die mit meinem gesundheitlichen Zustand keine Probleme hat und Was ist denn das für ein gesundheitlicher Zustand? Ja, also ich habe vor 2 Jahren bei einem schweren Autounfall meinen Penis und meine Hoden verloren. Und jeden Kontakt, den ich mit einer Frau irgendwie begonnen habe und wo wir dann irgendwann den Punkt angelangt waren, auch mal intim miteinander zu werden. Gut, ich habe auch vorher schon drüber gesprochen mit der Frau und es hörte sich von ihrer Seite in erster Linie oder zuerst gar nicht so problematisch an. Als es dann aber ans Angemachte ging, da stand ich dann auch wieder alleine da. Ich würde gerne zu dem Unfall was fragen. Was genau war das für ein Unfall, dass du so eine schwere Verletzung mit einer solchen Folgewirkung davon getragen hast? Ja, also ich war vor 2 Jahren mit meinem Auto von der Diskothek nach Hause, auf dem Weg nach Hause und da kam mir auf meiner Fahrbahn halt ein Fahrzeug entgegen. Ja. Und ab da weiß ich nicht mehr so recht. Ich habe bloß noch die Fotos letztendlich im Nachhinein gesehen. Und das heißt, ihr seid zusammengestoßen? Wir sind zusammengestoßen. Und wer hat die Schuld? Ich definitiv nicht. Ich war nicht auf meiner Farbe. Du hattest auch keinen Alkohol getrunken? Ich hatte auch keinen Alkohol getrunken. Ich trinke nie Alkohol, wenn ich fahre. Und, Die Beine hast du, deine Beine? Meine Beine habe ich. Das heißt, es gab irgendwie eine sehr schwere Verletzung im Unterbauchbereich, richtig, welche dann zur Amputation von Penis und Hoden führte. Richtig. Und zwar hatte ich auch noch des Weiteren eine multiple Fraktur am linken Bein, sowohl Ober- als auch Unterschenkel. Ja. Das ist halt auch geklammert und geklammert verschraubt worden. Ja. Und das ist also in einem sehr langwierigen Prozess wieder vernünftig zusammengewachsen. Gab es sonst am Oberkörper oder im Gesicht noch Verletzungen bei dem Unfall? Ja, also nichts Nennenswertes, also im Vergleich zu den übrigen Verletzungen.
Hast du auch schwere innere Verletzungen davon getragen? Sind im Darmbereich Blase, halt im, ja, was im Unterbauch alles so ist? Anderes, aber wie gesagt, also die schwersten Verletzungen hatte ich halt an den Geschlechtsteilen, Extremitäten. Und wie lange hast du im Krankenhaus gelegen? Das war insgesamt ein Dreivierteljahr. Oh ja. Und bin danach noch bis zum heutigen Tag letztendlich ambulant noch in Behandlung. Wie, wenn ich die intime Frage stellen darf, wie funktioniert das im Moment, wenn du zur Toilette musst, wenn du Wasser lassen musst? Du sagst, der Penis ist auch weg. Wie geht das? Ja, wie gesagt, also zur Toilette brauche ich nicht. Ich muss halt bloß regelmäßig meinen Beutel leeren. Ach so, es gibt einen künstlichen Ausgang. Es gibt einen künstlichen Ausgang. Du hast also so einen Beutel am Bauch, und in den der Urin hineinfließt. Richtig. Ja. Mhm. Hast du sexuelle Bedürfnisse? Ich habe sexuelle Bedürfnisse und... Weil die Hoden können ja nichts mehr produzieren. Ist richtig. Also Testosteron wird nicht mehr produziert, weil halt nichts mehr da ist zu produzieren. Nimmst du die Hormone künstlich? Ich bekomme Hormonpräparate, ja. Ah ja. Das heißt also, im Kopf ist die Sexualität da? Die Sexualität ist da, bloß ich kann sie halt nicht so ausleben, wie ich möchte. Mhm. Das war vor 2 Jahren und du hast so lange im Krankenhaus gelegen, dann wahrscheinlich Reha-Maßnahmen. Das heißt, so lange ist das noch gar nicht her, wenn man mal zurückblickt. Als man dir das gesagt hat im Krankenhaus, irgendwann bist du aufgewacht und warst bei Sinnen und man hat dir gesagt, sie haben kein Geschlechtsteil mehr. Wie war da dein Empfinden und deine Reaktion? Ich wollte es gar nicht erst wahr haben. Und als ich dann nüchtern der Tatsache ins Auge geblickt habe, war ich fix und alle und ich habe einfach nur geheult. Mhm. Gab es danach zum Beispiel in der Reha auch psychologische Begleitmaßnahmen? Denn das ist ja doch ein gewaltiger Eingriff in das Leben eines Menschen, eines jungen Mannes. Begleitung in dem Sinne kann man das zwar nennen, aber so im Krankenhaus selbst hat mir das nicht großartig was gebracht. Das kam erst im Nachhinein, weil ich konnte mit der Person nicht wirklich warm werden und weiß ich nicht. Also gab es denn dann im Nachhinein eine länger anhaltende oder länger andauernde therapeutische Begleitung auch? Ja, sicher. Das gab es. Das heißt, würdest du sagen, dass du das für dich, für deine Person, abgesehen von dem Problem mit den Frauen, für dich jetzt akzeptiert hast als dein Schicksal, oder? Das ist so, ja. Ich muss damit leben. Ja, ja. Hast du denn schon mal in den letzten Monaten oder vielleicht im letzten Jahr Kontakt, du hast gerade so eine Andeutung gemacht, mit Frauen gehabt, wo es dann auch hätte intim werden können, aber die haben dann den Rückzieher gemacht. Wie oft kam das schon vor? Also es war bislang erst ein einziges Mal. Ich könnte mir auch vorstellen, an deiner Stelle, du siehst sonst wahrscheinlich völlig normal aus. Ich sehe sonst eigentlich völlig normal aus. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass du auch sehr gehemmt bist, auf Frauen zuzugehen, weil irgendwann läuft es darauf hinaus und du hast Angst vor der Reaktion. Also die Frau, die ich kennengelernt hatte vor einem halben Jahr, die kam mir eigentlich sehr verständnisvoll rüber, was ich allerdings im Nachhinein so als ein riesengroßer Flap entpuppt hat. Und also bin ich dann... Weil sie dann doch wieder einen Rückzieher gemacht hat, richtig, oder? Richtig, ja. Und dann bin ich halt auch wieder emotional in ein sehr tiefes Loch gefallen. Und Wie könntest du dir denn Sexualität vorstellen? Also, ich bin ein sehr fantasievoller Mensch eigentlich. Und ich denke mal, man kann auch auf andere Art und Weise intim mit einer Frau werden. Absolut, absolut. Ich habe hier schon oft mit behinderten Menschen gesprochen, die auch ganz unterschiedliche Probleme hatten, körperlicher Natur, die mir vergewissert haben, dass sie eine hervorragende Sexualität leben. Eben nicht im klassischen Sinne und das, was so die Norm ausmacht, aber dass das schon funktioniert, das glaube ich auch. Der ganze Restkörper steht ja zur Verfügung, auch bei dir. Richtig. Die Haut, du fühlst, du bist zärtlich und so weiter.
Aber ich verstehe schon, da muss man natürlich auf eine Partnerin treffen, die eben von der klassischen Norm auch abzuweichen bereit ist. Und sich auf einen Menschen einlässt, eben auch, der eine solche Schicksal trägt wie du. Wie machst du das? Bist du ein Mensch, der so auch nach draußen geht und den Freundeskreis hat, oder bist du doch eher nach dem Unfall zurückgezogen? Also ich habe mich unmittelbar nach der Reha zurückgezogen. Hattest du übrigens damals eine Freundin, als das passiert ist? Ich war damals in einer Partnerschaft, ja. Ach, du warst ja. Die war noch nicht so ganz gefestigt, also das war mehr oder weniger noch eine ganz frische Sache. Ah ja. Aber wie gesagt, am Krankenhausbett war ich dann auch wieder alleine. Ja, also auch kein großer Freundeskreis und du gehst auch nicht oft raus? Mittlerweile wieder, ja. Doch. Mhm. Gehst du deinen Beruf auch wieder nach, den du? Derzeit nicht. Also ich mache momentan noch eine Umschulung. Ja. Zum Elektriker. Mhm. Und ich hoffe, dass ich dann irgendwann auch wieder im Berufsleben Fuß fassen kann. Ja. Michael, vielleicht ist das Internet ja auch immer ein ganz gutes Forum, Menschen zu finden, die vielleicht auch anders drauf sind, als so die Norm drauf ist. Und das Internet ist oftmals ein gutes Forum, um Kontakte zu knüpfen, die eher ungewöhnlich sind. Hast du das versucht schon? Nee, ich scheue mich eigentlich über dieses Medium irgendwie, aber ich habe schon von mehreren Seiten jetzt auch aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis gehört. Also ich denke mal, ich werde das auch mal ausprobieren. Mhm. Also Michael, ich wünsche es dir von ganzem Herzen. Das Thema heißt ja heute, was Männer wollen. Und du hast es ganz klar ausgedrückt. Ich möchte eine Frau haben, die mich so nimmt, wie ich bin und auf mich einzugehen versteht, um eine Beziehung aufzubauen und eine Gemeinschaft eben. Ich wünsche es dir von ganzem Herzen. Wenn du noch gerne mit meiner Psychologin sprechen möchtest, biete ich es dir an. Ich denke mal, ich habe einen sehr guten und einfühlsamen Therapeuten. Ah ja, das ist... Ich möchte die Kapazität für Leute ja. nicht irgendwie blockieren. Sehr nett, wirklich, sehr nett. Wirklich, also, in Anspruch nehmen. Von meiner Seite aus, alles Liebe und alles Gute. Und du bist so ein netter Kerl. Ich glaube, dass das über kurz oder lang passieren wird, dass du auch eine tolle Frau findest. Ich danke dir, dass du mir dein Ruhe geschenkt hast und ich wünsche dir noch viel Erfolg. Dankeschön, Michael. Auf Wiederhören. Wiederhören. Tschüss. So, meine Lieben, unser Thema heißt heute Nacht, was Männer wollen. Ich möchte gerne mit euch Männern, mit euch Jungs über eure geheimen oder vielleicht auch nicht so ganz geheimen Wünsche sprechen. Über Wünsche, die ihr euren Partnerinnen bisher nicht gesagt habt, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht traut ihr euch nicht, vielleicht könnt ihr es auch nicht sagen aus irgendwelchen Gründen. Und ich würde gerne noch auch sprechen mit ein paar Frauen, die sehr viel über Männer Bescheid wissen und die mir genau sagen können, das wollen die Jungs, das wollen die Männer. Ich habe ganz tief schon in die Seelen der Männer geguckt. 0800 220 50 50 oder mailt uns unter domian@wdr.de. Hey, wen haben wir denn hier? 14 Jahre alt, jetzt bin ich aber gespannt. Sabrina, 14 Jahre alt, guten Morgen. Nein, ich bin 17. 17? Ja. Ich war auch schon ganz baff. Da ist das ein kleiner Druckfehler hier in unserem PC. Nee, das wäre schon heftig. Also, 17 Jahre, ich sag's nochmal ganz klar, ne? 17 Jahre, Sabrina. Ja. Zum Thema, was Männer wollen. Ja, also bei mir geht's darum, dass ich mich auf meine Oberweite zurückreduziert fühle. Ja. Weil ich eben doch eine ziemlich große Oberweite habe. Wie ist denn die Oberweite? Ich habe 85E. 85E. Jetzt muss ich mal scharf mir das mal vorstellen. Also zwei gute Hände voll. Das heißt, du bist eher eine schlankere Frau? Ja, schlank nicht, aber ich bin jetzt auch nicht überfett. Nee, aber ich meine so vom Körper eher normal oder vielleicht sogar schlank, aber dafür... Normal. Ja, aber dafür entsprechend groß der Umfang, der Brustumfang. Ja. So, dass man schon hinguckt. Ja. 85E, sagst du? Ja. Ja. Und mein Problem ist eben das, dass ich nicht weiß, oder wenn mich ein Kerl anspricht, dass ich nicht weiß, ob der mich jetzt anspricht nur deswegen
Oder weil er mich halt so nett findet von meiner Ausstrahlung her oder ich weiß es halt einfach nicht. Das ist großes Problem, kann ich mir vorstellen. Du, ja. Aber wahrscheinlich beobachtest du die Jungs doch und achtest darauf, wo gehen die Augen zuerst hin. Ja, natürlich. Gehen wenn die man irgendwo sitzt und was trinkt, dann fällt einem das eigentlich nicht so auf, wo die jetzt hingucken. Und wenn die weiter weg sind, dann kann man das ja auch nicht so wirklich abschätzen. Ist klar, wenn du dann direkten Kontakt mit denen hast, dann sieht man ja, ob jemand einem in die Augen guckt oder ob die eher runterrutschen die Augen. Ja, also ich merke schon, dass es eben doch sehr oft runterrutscht. Ja. Und ich bekomme halt auch in der Schule immer so blöde Sprüche und ja, das ist scheiße. Was für blöde Sprüche kriegst du? Ja, von wegen und boah, sind die dick und boah, zieh mal aus und lass mal sehen und so. Und ja, was natürlich dann, da kann man vielleicht ein paar Mal drüber schmunzeln, aber irgendwann nervt das enorm, ne? Ja, natürlich. Ja, ja. Hast du schon eine feste Beziehung mal gehabt? Ja, schon. Aber das war dann, also das ist auch schon vorgekommen, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, dass die weniger auf mein Gesicht gucken als nach unten. Ja. Und ja, deswegen war das dann auch ziemlich schnell wieder vorbei und ich kann mich auch nicht mehr so wirklich drauf einlassen, weil ich einfach nicht weiß, warum die mich kennenlernen wollen und wie weit und dann, ja. Wenn du so für dich bist und dich alleine nackt im Spiegel anguckst und deine großen Brüste siehst, ja. Gefallen sie dir? Ja, man gewöhnt sich dran. Aber du kannst gut damit leben, sagen wir so. Oder ist es eher lästig schon? Also ich finde es eher lästig. Ich habe auch starke Rückenschmerzen dadurch. Und ja, wenn man über sowas redet, dann wird eigentlich mehr auch und die Größe und auch ist doch schön und freu dich doch. Aber es guckt irgendwie keiner dahinter. So. Ja, sag mir nochmal, damit ich mich ein bisschen besser reindenken kann, so optisch. Deine Gesamtgröße und dein Gewicht. Also ich bin 1,67 groß und wiege im Moment 64 Kilo. Ja. Also das ist eigentlich schon normal, aber dass das oben halt auch schon 4 Kilo sind oder so, das ist doch eine ganz schöne Menge. Ist das so schlimm schon oder kommt es so in den Bereich, dass du zumindest hauchdünn mal darüber nachgedacht hast, dir den Busen verkleinern zu lassen? Auf jeden Fall, auf jeden Fall? Ja. Ah ja, dann ist schon Leidensdruck da. Dann nehme ich das wirklich sehr ernst. Bloß, bei mir ist es halt so, da ich noch keine 18 bin, beziehungsweise noch keine 21, kann ich das gar nicht machen, weil die ja immer noch weiter wachsen können. Und ich habe mich jetzt auch schon umgehört und so. Und da hieß es dann, ja, ich habe mir die zwar verkleinern lassen, bloß die sind dann wieder gewachsen. Und das möchte ich natürlich auch nicht. Das heißt, da hast du dich schon sehr schlau gemacht. Ja, klar. Ein paar Jahre musst du da noch hinnehmen, aushalten. Ja. Was denkst du denn? Andererseits ist das Mädchen jetzt auch schon 26. Die hat sich die mit 25 verkleinern lassen und ist jetzt wieder auf demselben Stadium wie vorher. Mhm. Ja, gut, das ist wahrscheinlich ganz individuell alles. Da muss man sich sehr schlau machen, sehr gut beraten und mit einigen Ärzten reden, dass man da bloß nichts falsch macht. Ja. Kannst du verstehen, dass Frauen sich richtig aufpeppen lassen vorne? Absolut. Also ich kann es verstehen vom Aussehen her, aber ich denke mal, dass die nach einem Jahr oder so das auch merken im Rücken. Und ja, die mögen es ja meistens dann auch, sich darauf reduzieren zu lassen anscheinend, weil sonst würden sie es ja nicht machen. Ja, die sagen ja immer, sie tun es für sich, ne? Ja, meiner Meinung nach ist das charakterschwach und irgendwie zum Selbstbewusstsein aufpeppen. So, jetzt hast du aber das Problem, wenn du einen jungen Mann kennenlernst, mag der Sabrina so wie Sabrina als Typ ist, sondern ist er nur scharf auf die Oberweite von Sabrina. Das ist die große Frage. Kriegst du wahrscheinlich auch erst raus, wenn du dich näher mit jemandem beschäftigst. Ja, aber ich kann mich da eben gar nicht mehr so wirklich drauf einlassen, weil ich gar nicht mehr weiß, was steht jetzt im Vordergrund, so dieses. Klar, klar kann man ja erstmal nur da drauf gucken und dann auf den Charakter, wenn man den Menschen näher kennengelernt hat. Mhm. Und das ist ja doch, Optik ist ja eben doch der erste Eindruck. Ich meine, man kann es ja auch keinem vielleicht verübeln, wenn er erstmal hinguckt. Nee, natürlich. Und wahrscheinlich siehst du sogar toll aus. Und da gucken die Jungs hin. Das ist ja auch ein Kompliment. Ja, natürlich. Ja? Wenn man nur darauf reduziert wird, ist es natürlich schlimm. Aber erstmal zu sagen, Mensch, die Sabrina sieht eigentlich schon ziemlich knackig aus und ziemlich geil aus. Kann man ja auch so sehen. Und so ist es ja auch okay. Aber dann muss eben noch mehr dahinter stecken. Und das musst du versuchen rauszufummeln. Mhm. Falsch wäre es natürlich, dich jetzt völlig von der tollen Männerwelt abzukapseln. Das wäre natürlich auch ein Verlust. Das darf natürlich nicht passieren. Ja, es kam halt auch schon so, wo ich eben mit meinem Ex-Freund auf der Straße gelaufen bin oder so, dass du dann
blöde Sprüche kamen und so, oh, klar, dass du mit der zusammen bist und so. Ja, 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 es gibt wirklich so Assi-Sprüche, da möchte man wirklich einfach nur sich übergeben. Da, reinhauen, ja. Ja, definitiv, kann ich gut verstehen. Da musst du irgendwie die Ohren auf durchzuschalten. Ist leichter gesagt als getan, weiß ich. Aber es gibt wahrscheinlich ja gar keine goldene Regel, aber ich glaube, dass du, wenn du da einen scharfen Blick drauf hast, nach einer Weile schon sehr gut mitkriegst, ob ein Typ wirklich auch an dir als Person interessiert ist. Hm. Der kann ja auch dich äußerlich, was deinen Körper anbelangt, auch toll finden, soll er ja auch. Hm. Du guckst ja auch auf Männer, die einen Knackarsch haben oder schöne Augen haben oder... Das sieht man bei den beiden Hosen eigentlich kaum. Naja gut, aber es gibt ja genauso Reizmuster auch bei Männern, wo Frauen drauf gucken. Hm. Und das ist ja auch in Ordnung. Mhm. Wenn es, wir sind natürlich immer sehr böse, ihr Männer, wenn wir nur auf unser Äußerliches reduziert werden. Ja, ja, das, klar. Die meisten Frauen sind ja so, ticken ja so, muss man ja leider sagen. Ja, bloß ich habe von nicht. Der Frau jetzt noch keinen so blöden Spruch gehört, wie, mein Gott, du hast einen nein, Arsch wie Stahl nein. Und... Ja, ja, nee, die machen das subtiler, die Frauen, die machen das ganz anders. Liebe Sabrina, also sei streng mit den Jungs, aber wend dich da nicht ganz ab. Und ja, wenn es denn so weit ist und so sein soll, dann wünsche ich dir natürlich auch viel Glück bei der Verkleinerung, wenn du das dann über dich ergehen lassen musst. Das ist ja auch ein ziemlich großer operativer Eingriff. Jo. Ja, meine Liebe, alles Gute und von Herzen wünsche ich dir. Alles klar, danke. Tschüss. Tschüss. Was Männer wollen. Ihr Lieben, heißt unser Thema heute Nacht. Und ich möchte gerne mit euch über die Wünsche der Männer, die geheimen Wünsche der Männer reden. Sind das zum Beispiel nur große Brüste bei Frauen, wie wir es gerade vernommen haben bei Sabrina? Was auch immer. Was sind eure geheimen Wünsche, Jungs? Über was redet ihr nicht so gerne, aber interessiert euch sehr? Was würdet ihr gerne mit eurer Frau mal machen? Es muss ja nicht nur sexuell sein. Was geht so in euch ab, worüber ihr bisher noch nicht so gesprochen habt? Wenn ihr wollt, können wir das heute hier machen. 0800 220 50 50. Timo haben wir hier. Timo ist 29 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Domian. Domian sage ich. Hallo Timo. Hallo Timion. Der Timo ist hier. Der Timo ist hier und hier sitzt der Domian. Ja. Hallo Timo. Es geht darum, mein geheimer Wunsch ist, einmal Sex mit einer dritten Person zu haben. Mit einer dritten Person? Ja. Was heißt das? Also du bist in einer Beziehung im Moment? Ich bin in meiner Beziehung. Ich bin 6 Jahre mit meiner Freundin zusammen. Ja. Und wir hatten auch schon mal mit dir darüber gesprochen vor, ich glaube, 3 oder 4 Jahren. Oh, das ist lange her. Das weiß ich dann wahrscheinlich nicht mehr. Nee, da wohnten wir auch noch ganz woanders. Und ja. In einer ganz anderen Umgebung, also im anderen Stadtteil. Siehste, aber das Ding ist... Also 6 Jahre mit deiner Freundin zusammen und du hättest jetzt Lust auf Sex mit einer dritten Person. Was heißt denn eine dritte Person? Eine Frau oder ein Mann? Also ich wäre auch nicht von einem Mann abgeneigt, aber ich wäre eher dafür, dass es eine Frau ist, ne? Ja. Und haben halt verschiedene Sachen versucht, aber so richtig zum Entschluss sind wir auch nicht gekommen, weil sie ist auch eher jetzt doch etwas abgeneigt, ne? Warum ist sie abgeneigt? Ich kann es gar nicht genau sagen. Also ich denke mal, dass sie wahrscheinlich Angst davor hat, dass ich mich anderweitig dann verliebe in eine andere Frau oder so, ne, wenn die dann mitmacht oder so. Ne? Ja, das kannst du dich jeden Tag überall in eine andere Frau verlieben. Ja gut, aber ich sag mal, das ist ja schon sehr intim, wenn man zu dritt im Bett liegt. Ne? Auf jeden Fall hast du es ihr gesagt und ihr habt darüber gesprochen. Ja. Ja. Und, aber das lässt dich nicht los. Die... Mich lässt es nicht so richtig los, nee. Wie lange liegt das Thema jetzt schon so in der Luft bei euch? Ja, seitdem wir dich das erste Mal angerufen hatten eigentlich. Ne? Oh, das ist ja dann schon sehr lange her. Ja, und aber es ist halt nicht so weit gekommen bisher, ne? Ja, ja. Hast du den Eindruck, dass deine Freundin eher zurückgeht, was diese Idee anbelangt, als denn auf dich zugeht? Genau. Höre ich sie vielleicht zufällig da im Hintergrund? Ja, sie ist hier, ja. Darf ich sie denn mal haben? Ja, Moment bitte. Jetzt kommt die Freundin von Timo. Die will jetzt nicht. Die Freundin von Timo will jetzt nicht. Die will jetzt nicht. Das müssen wir akzeptieren. Ja. Ne? Das ist auch in Ordnung. Sie ist wahrscheinlich jetzt irgendwie total, ja. Sauer, dass du angerufen hast? Bitte? Sauer, dass du angerufen hast? Ich bin mir nicht sicher. Oh. Nicht, dass es der Haussegen schief hängt. Nee, ich glaube nicht, dass sie sauer ist. Nee. Wir können da ja wirklich ganz offen drüber sprechen. Ja, also ich denke mal, wenn sie jetzt absolut sagen würde, nein, also wenn ich jetzt es nicht schaffen würde, sie zu überreden, ja, dann, ich glaube, dann würde ich es auch lassen, ne? Ja. Also so meine Freundin ist mir wichtiger, als Sex zu dritt zu haben. Ja. Also weil der Sex mit ihr ist auch total schön, ne? So, jetzt hast du gerade gesagt, ich hätte gerne eine dritte Person dabei.
Liebe eine Frau, Mann ging aber auch. Wäre ja. das denn kein Kompromiss für deine Freundin auch? In den kannst du dich ja dann, wahrscheinlich bist du nicht so gepolt, dass du dich in den verliebst. Ja, das ist eine Sache. Also ich hatte teilweise auch schon das Gefühl, dass ich etwas bi bin, ne? Ja, ein bisschen bi ist ja vielleicht noch nicht so, dass... Ein bisschen bi schadet. So mir. Sagt man ja immer. Aber ja. Dass sie Angst hat, dass du dich dann in den Mann verliebst. Ja. Das wäre vielleicht für sie auch reizvoller, dass... Ja, ich weiß es nicht. Also das müsste ich halt dann mit ihr abklären. Ja. Aber das Problem ist halt nur, wenn es keine Frau ist, ist sie vielleicht sogar abgeneigter als... wenn es keine Frau ist, ist sie vielleicht sogar abgeneigter als wenn es ein Mann ist. Ne? Ich weiß es nicht. Also... weil sie auch schon oft davon gesprochen hat. So, ja, wenn es keine Frau ist, ist sie abgeneigter, als wenn es ein Mann ist. Also was wäre ihr lieber? Sagen wir es lieber so. Ihr wäre, glaube ich, auch eine Frau lieber. Doch eine Frau Nur lieber. Nur das Problem ist halt, was ich vorhin schon angesprochen hatte, ne, dass ich halt vielleicht mit der Frau, ne, du weißt schon. Ich weiß schon, ja. Und das ist eben das Problem, ne. Ja, und wir wissen auch nicht genau, in welchem Umfeld wir jetzt suchen sollen. Übers Internet habe ich auch eben mit einer Regie gesprochen, das ist so eine Sache, ja, da weiß man nie so genau, auf wen man da trifft, ne? Ja. Und wenn man diese Person real im Café oder in der Disco oder in der Kneipe trifft, das ist schon eine andere Sache. Ne? Ja, und es gibt niemanden bei euch so im Bekanntenkreis, Freundeskreis? Nee, das wollen wir nicht. Das wollt ihr nicht. Wir wollen keine Freundin damit einbeziehen, weil... Verstehe, das bringt das... glaube ich, nur Ärger auf Dauer. Ne? Ja, das kann sein. Also, wenn ihr skeptisch seid in Sachen Internet, dann müsstet ihr mal auf die Pirsch gehen. Ne? Ja. Ihr müsst auf die Jagd gehen. Ja, und aber das Problem ist auch... wir sind beide etwas, ja, ich sag mal, molliger. Ja. Und das ist immer so die Sache, ne? Also die meisten Frauen, man weiß ja, wie die rumlaufen. Verstehe, und aber das vielleicht nicht so auf uns steht oder so, ne? Klar, aber es gibt ja auch Leute, die gerade Mollige sehr gerne finden, sehr geil finden und sehr gerne haben. Ja, das stimmt. Ja, gut, da könnte man vielleicht doch jemanden finden, ne? Ja. Aber ist halt die Sache, wir wohnen halt jetzt auch in Oldenburg. Oh, da ist natürlich das vielleicht ist etwas nicht... kleinere Stadt, ne? Ich würde mich da vielleicht doch mal ein bisschen im Internet bewegen. Da gibt es doch durchaus. Oder wir kommen mal nach Köln und gehen da auf die Pier. So, das ist doch eine sehr, sehr schöne Idee. Ja. In Köln findet sich bestimmt auch ein. Muss denn die Person, soll die auch mollig sein oder kann die auch? Nee, die kann ruhig schlank sein, mollig sein, das ist uns eigentlich egal. Das ist egal. Also, solange sie da Spaß dran hat oder er da Spaß dran hat, ist uns das auch spaßig dann. So, und für dich, wir reden jetzt erst hier so über dich, für dich ist das einfach eine tolle Sache, so im Sexuellen mal ein bisschen was anderes zu erleben, als im Dreier so, als Dreier. Ja. Ja, also weil das bringt vielleicht auch Abwechslung hinein, ne? Ja. Also das ist auch nicht so, wenn wir jetzt eine Frau dazu nehmen, dass ich dann unbedingt mit ihr schlafen will oder so, ne? Also ich will dann am liebsten so zu dritt ein bisschen vielleicht so Petting oder Oralverkehr und dann mit meiner Freundin schlafen, so als Krönung. Ja, und dann die arme Dritte, die steht daneben und muss zugucken. Ja, nee, die kann ja sich dann mit meiner Freundin beschäftigen oder keine Ahnung. Also ich fasse zusammen, ein bisschen fummeln zu dritt. Ja. Ne? Und dann geht's zur Sache zwischen dir und deiner Freundin. Ja. Und die dritte Person, die steht schon. Ja, genau. Die da Frage stellt sich mir auch gerade. Oder so. Bitte? Da müssten wir noch einen vierten dazunehmen. Ja. Naja, aber vielleicht ergibt sich das ja auch so, je nachdem, wie ihr euch dann versteht. Also, du hättest dann auch nichts dagegen, wenn die beiden Mädels ein bisschen Spaß machen. Nee, gar nicht. Ganz im Gegenteil. Also, ich würde sogar zugucken. Da hätte ich kein Problem damit. Ja. Weil ich weiß ja ganz genau, das, was eine Frau ihr gibt, kann ich ihr sowieso nie im ganzen Leben nicht geben, ne? Ja. Wenn die Frau ihr was gibt, ne? Ja. Ist denn deine Freundin auch so ein bisschen Bier interessiert? Wäre das überhaupt eine Option? Ja, doch. Sie hat schon öfter gesagt, so, ja. Mit der mal ein bisschen kuscheln oder mit der und der mal ein bisschen kuscheln, das hat sie schon öfter mal gesagt. Und ne? Du hast gerade gesagt, eigentlich ist deine Freundin das lieber, wenn deine Frau dabei ist, trotz aller Bedenken, als wenn ein Typ bei ist. Ja, weil... hat sie Angst? Da steht sie halt auch nicht so drauf, ne, auf zwei Männer auf einmal. Ach so. Das wäre ja dann auch zu viel. Ach so. Ja, ja, viele also Frauen stehen... Das wäre schon eher so ein bisschen, ja, es geht ja in die perverse Richtung dann für sie, ne? Nein, nicht unbedingt, ist das pervers, aber... Nein, aber für sie, dann wäre das, ne, wenn zwei da am Gange sind, das wäre nicht so ihr Ding, glaube ich. Gut, da muss er natürlich auf die Bedürfnisse einer Freundin eingehen. Aber wie gehen wir jetzt weiter vor? Ja, also, die Wahrscheinlichkeit, dass du dich so im Leben neu verliebst, finde ich genauso groß, wenn nicht größer, als gerade in dieser intimen Situation. Ich glaube, wenn das passieren soll, passiert es. Und wenn ein Paar sich einig ist, wir wollen sexuell mal was Neues erleben, und da geht es nur um Sex, glaube ich, kann man das machen. Eine absolute Sicherheit. Ja, das Problem ist immer, dass man denkt, die Beziehung leidet drunter. Ne? Ja, das ist wichtig, das müsst ihr vorher abklären. Das darf natürlich nicht passieren, deswegen...
ich meine, ihr könnt es ja auch mal einmal ausprobieren und wenn ihr merkt, das ist nix gut, dann lässt man das halt wieder. Na gut, das ist ja auch vielleicht ein Erfahrungswert dann. So, ne? Ihr jetzt jeden Tag durch Oldenburg lauft und nach jemandem sucht, wäre es vielleicht auch ganz gut, wenn ihr ins Internet geht. Gucken wir mal. So, wie weit ist es von Oldenburg nach Hamburg? Das sind 150 Kilometer. Ja. Das könnte man... Ging ja auch noch, ne? Sind wir schon öfter gewesen. Hamburg ist ja ein heißes Pflaster, da kann man ja... Ja, da sind wir schon öfter gewesen, haben uns umgeguckt, aber... Es ist halt eher so, wenn man da über den Kiez läuft oder so, das ist natürlich nicht unser Ding. Ne? Nee, ist klar. Das ist dann noch schwieriger alles. Ja. So, jetzt grüßt du deine Freundin herzlich. Ja, mach ich. Und ich hoffe nicht, dass wir in 4 Jahren wieder telefonieren und du sagst mir, es ist... Also wenn es in 4 Jahren nicht passiert ist, dann rufe ich nochmal an. Ja, genau. Aber ich glaube, dann soll es auch nicht passieren, wenn es in 4 Jahren noch nicht passiert ist. Nee, dann sind wir auch so glücklich. Ja. Du grüßt herzlich deine Liebste von mir. Danke, Domian. Tschüss, Timo. Tschüss. Tschüss. Was Männer wollen, und das frage ich jetzt auch den Dominik, und Dominik ist 21. Guten Morgen. Ja, hallo hi Domian, hallo. Hallo Dominik. Hi. Schön, dass du da bist. Ja, okay, gleichfalls. Freut mich auch, bin ein bisschen aufgeregt. Ja, das ist schon okay, das ist auch normal. Sag mal, du hast dich zu dem Thema gemeldet, warum? Ja, und zwar mein größter Traum, ich komme schon wieder in Schwärme, ich will unbedingt Popstar werden. Du willst also, Popstar werden? Ja, das ist mein größter Traum, also ich habe eine innere Stimme in mir, die sagt schon immer... Du musst ein Star werden. Ja, die Stimme sagt das. Dominik, du bist berufen, ein Star zu werden. Ja, das ist einfach so. Ich kriege auch immer sehr, sehr viele Komplimente über mein Aussehen. Ich kann auch sehr gut tanzen. Wie siehst du denn so aus? Beschreib dich doch mal. Ich bin 1,80 groß. Ich bin gut gebaut vom Körper her. Ja. Bin braun gebrannt. Ja. Gehe ins Fitnessstudio halt, mache ein bisschen so Kraftsport und so. Gut, trainierter Körper halt. Braun gebrannt heißt oft ins Solarium. Ja, Solarium halt, so halt. Und auch die Haare halt sehr, sehr flippig. Ja. Ich habe halt Haare ins Gesicht, außen rein, hinten hoch, oben hoch, vorne runter. Ja. Cool, wie schwer? Die Größe wissen wir jetzt schon, wie schwer? Wie schwer ich bin? Ja. So 68, 69 Kilo. Ja, ist auch okay, ne? Ja. Ja. Augenfarbe? Augenfarbe grün-grau. Grün-grau, ja. Haarfarbe? Haarfarbe, das ist blond mit schwarzen Strähnen. Oder umgekehrt, schwarze Haare halt mit blonden Strähnen. Ja. So, Popstar. Was für ein Popstar? Ja, singen. Singen, also ein Sänger. Ein Sänger. Ja, ein Sänger. Also deutsche Sachen oder eher internationalen Pop? Ja, so. Volksmusik vielleicht? Nein, Volksmusik überhaupt nicht, nein. So aus den Spuren von Florian Silbereisen, sowas? Nein. Da lacht er. Der ist ja ein erfolgreicher junger Mann, der Silbereisen. Ja, aber sowas gefällt mir überhaupt gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Was sind deine Vorbilder? Fangen wir mal so an. Meine Vorbilder, zum Beispiel, ich finde jetzt zum Beispiel Mike Leon Krosch. Kennst du den? Natürlich, na klar. Zum Beispiel, den habe ich, ich war bei Deutschland sucht den Superstar mitgemacht. Ich war in Wiesbaden und bin von 400 unter die 8. Best gekommen. Ja, das heißt unter die acht Besten. Das heißt, man hat dich auch im Fernsehen gesehen. Ja, die Sendungen fangen ja erst im Januar an. Ach so, jetzt in der neuen Staffel. Ja, in der neuen Staffel. Ach so. Also ich bin von 400 unter die besten 8 gekommen und da habe ich auch den Mike Leon Krosch kennengelernt. Verstehe. Jetzt weiß ich nicht genau, wie das funktioniert. Du bist unter die besten 8 gekommen. Und dann geht's weiter. Ich war donnerstags dort und dann ging's montags weiter beim Dieter Bohlen. Aber bist jetzt ausgeschieden, oder wie? Nein, ich bin nochmal weitergekommen. Ach so, das heißt, es besteht die Chance, dass wir dich bejubeln können im Fernsehen? Ja, das könnte sein, aber ich bin auch ehrlich, das sind auch sehr, sehr gute Sänger oder halt... Ja, da sind wirklich... Sehr, sehr gute dort unten. Da sind wirklich manchmal Leute bei, die super gut sind, ne? Wo man sich wundert. Und ich denke halt, ich kann schon gut singen und so, aber ich habe ein Ziel mir gesetzt, das ist erst 2007, das ist mein größter Traum, ich bin halt ein Boyband-Typ. Ja. Und ich habe ein Ziel nächstes Jahr bei Popstars halt. Detlef die Soest, Nina Hagen und Rainer Falk. Das ist ja ein großer Traum von mir, da meine Karriere zu starten. Da musst du natürlich bei diesem Detlef die, der ist ja nun sehr pingelig in Sachen Bewegung. Ja, und das kann ich auch gut. Das kannst du. Ich gehe ja immer mit meiner Clique in die Disco und dann geht's richtig ab, tanzen und Party machen, Hip-Hop und alles. Meinst du, das reicht, Disco? Muss man das nicht irgendwie ein bisschen lernen? Das ist ja auch bisweilen doch sehr schwierig, da richtig. Ja, das habe ich auch gelernt. Ich kann ja sehr gut tanzen. Das hast du alles gelernt. Viele Kollegen, ich habe zum Beispiel auch einen Kollege, der ist Tanzlehrer und da. Ach so. Deshalb kommt er als bei mir vorbei, dann sage ich, komm, bring mir mal ein paar. Ach so. So bei, dann macht er das. Wer ist denn so von den abgesehen von Mike Leon, so von den großen, etablierten Stars, wo würdest du sagen, das ist so mein ganz großes Vorbild? Ja, das habe ich jetzt nicht, wenn ich ehrlich bin. Hast du nicht? Ach, das haben doch alle irgendwie. Weil ich mir immer einrede, wenn ich Popstar werden will,
Es gibt ja viele Leute, denen reicht einfach schon ein normaler Popstar zu sein oder halt einfach berühmt sein. Wenn ich da reinkomme, sage ich ganz ehrlich, dann will ich einer von den Größten werden, wo es jemals gegeben hat. Sagen wir, du willst ein Weltstar werden. Ja, das ne? wäre mein größter Traum. Und ein Weltstar hat kein Vorbild. Ein Weltstar wird Vorbild irgendwann. Ja. Ne? So. Genau so, Dominik. Mann. Was meinst du, was das für irgendwann für mich eine Ehre sein wird, wenn ich sage, damals habe ich mit dem gesprochen? Das wäre ideal. Dieses Band oder diese Aufzeichnung. Und dann könnte man uns nur persönlich kennenlernen. Bitte? Oder, und dann können wir beide uns nur persönlich kennenlernen. Dann wirst du mich gar nicht mehr angucken, mich kleinen Fuzzi hier. Wenn du erstmal in Hollywood und in New York singst und auftrittst. Und so. Ja. Warum willst du denn unbedingt berühmt werden? Ja, ich weiß jetzt. Das hört sich jetzt vielleicht dumm an. Auch die Leute, wo vielleicht jetzt zuhören oder so, denken jetzt vielleicht, dass 21 da träumt. Aber das ist wirklich so. Ich habe eine innere Stimme. Ich bin für nichts anderes geboren. Zum Beispiel kennst du die Gruppe Brosis. Ja, klar. Du fragst mich seltsame Dinge. Kennst du Brosis? Natürlich kenne ich Brosis. Ja, ich weiß noch nicht. Und da hat ja der Ross, wo da die Band gibt es jetzt nicht mehr, ist ja aufgelöst. Und da hat ja der Ross einmal ein Interview gegeben, auch im Fernsehen, hat gemeint, innere Stimme sagt ihm, er wird Popstar und alles. Und so ist es genauso ist es bei mir. Ich habe gemeint, ich stehe da und gebe ein Interview. Jetzt müsste man natürlich einkalkulieren, was ist, wenn die innere Stimme sich irrt? Ich glaube das aber nicht. Ich glaube, das wenn die innere Stimme vielleicht irgendwie ein bisschen neben der Kappe läuft und ich glaube das irgendwie nicht, weil es ist einfach mein größter Traum. Ich weiß abgesehen von der inneren Stimme, warum willst du es werden? Darüber muss man sich, einfach, wenn man einfach, in diesen Beruf rein will, muss man sich diese Gedanken machen. Warum? Weil ich einfach die Leute begeistern möchte. Weil du gerne auf der Bühne stehen möchtest und beklatscht werden willst. Ja, einfach, wenn ich dann den Leuten in die Augen sehe und die strahlen. Ja. Und ich weiß, ich mache alles richtig und die Leute sind richtig glücklich. Und was machst du denn jetzt zur Zeit außer Schwärmen? Ich habe im Moment, ich habe Friseur gemacht. Friseur? Ich habe keine Ausbildung, ganz fertig. Ich habe ein Jahr Friseur gemacht und der Friseur ging leider insolvent. Ja. Und zum Beispiel mein Stiefvater hat ein eigenes Geschäft, Dachdeckereigeschäft. Ja. Und dem habe ich halt öfters geholfen, halt immer so mitgegangen, arbeiten und so. So. Und jetzt versuche ich halt wieder eine Ausbildung zu machen. Jetzt will ich immer was sagen. Ich finde das super, wenn man Träume hat. Und da soll man auch baggern, solange es irgendwie möglich ist. Und man soll sich auch nicht drüber lustig machen. Das finde ich absolut respektabel, wenn auch junge Leute sagen, ich will das werden, wenn das im ersten Moment ein bisschen albern klingt. Aber alle haben irgendwo mal ganz unten angefangen und haben sich nach oben gerappelt. Aber du darfst natürlich daneben auch nicht die Realität vergessen. Die Chance, dass du schaffst, die ist äußerst gering. Ja, das stimmt. Dadurch will ich dir nicht den Mut nehmen. Mhm. Aber du solltest zweigleisig fahren. Mach um Gottes Willen eine Ausbildung noch nebenher. Ja. Wenn du die in der Tasche hast, bist du schon mal relativ auf der sicheren Seite. Wenn das dann nicht klappt, kannst du sagen, okay, ich gehe meinen Beruf zurück. Und du bist auch selbstbewusster. Mhm. Wenn du aber jetzt nur immer so ein bisschen rumjobbst in der Hoffnung, ich bin ja in ein paar Jahren bin ich riesig berühmt, dann kannst du irgendwann so bitter auf die Schnauze fallen und dann ist die Zeit zu spät. Dann ist es zu spät, dass du noch irgendwas noch was lernst. Das fragen mich halt auch viele Leute immer. Was ist, wenn du voll auf die Schnauze fällst und so? Ja, also das sagen manche Leute auch immer, um einem den Mut zu nehmen. So meine ich das ja gar nicht. Du sollst ja weiter an deinem Traum arbeiten und auch was machen. Aber parallel mach noch was anderes. Wenn du möchtest, so mehr, dann können ich euch meine Kursprobe geben. Ah ja, aber wir brennen darauf. Na ehrlich? Ja, bitte, aber nicht zu lang, weißt du, wir sind ja zeitlich begrenzt. Vielleicht so einen kleinen, was wirst du denn singen? Ich mach Mike Leon Grosch. Ja? Don't let it get you down. Wie weit soll ich denn machen? Nur der Anfang? Ganz kurz mit 3-4 Sätze oder irgendwas? Ja, 3-4 Sätze reichen erstmal. Okay. Ja. Peterson in a storm. Peter Quays when he's gone. It's so hard to carry on. Got to lose this heavy load. Peter beauty in a smile. Hold your breath for just a while. And you remember all you have. Remember. Langt, oder? Ja, das ist langt. Nun kann ich so schwer was dazu sagen, weil übers Telefon wirkt das. Ja, das ist halt immer wie das klingt wie aus 3 Dosen, ne? das ist ein bisschen schwer zu sagen. Aber es besteht ja immer die Chance, dass wir dich nächstes Jahr bei RTL sehen, ne? Ja. Und das oder halt, es schaut jetzt irgendein Produzent oder irgendwas zu und denkt, Mensch, das würde ich gern kennenlernen oder irgendwas. Da wird bestimmt jetzt, werden mehrere Produzenten werden zuschauen und werden denken, Mensch, genau auf den haben wir gewartet. Das wäre ideal, das wäre mein Kriegschen drauf. Wenn das so wäre. Dominik, das ist zu rosig gedacht, so läuft das nicht.
Ja. Das ist alles schwieriger und härter. Leben ist halt nicht so leicht. Du machst immer schön nebenher deine Ausbildung, was auch immer, für, als Dachdecker oder Friseur. Aha. Und dazu in deiner Freizeit ackerst du, was das Zeug hält, mhm, an deiner Karriere und nimmst Gesangsunterricht und machst alles, was nötig ist zu lernen fürs Showgeschäft. Ja. Ja? So, also der große geheime Wunsch von Dominik ist, großer Popstar zu werden. Es muss ja nicht gleich ein Weltstar sein. Ja. Wir wären ja schon froh, wenn du ein Deutschland oder im deutschen Sprachraum ein sehr bekannter junger Mann würdest. Das wäre ideal. Wären wir schon sehr stolz alle. Ja. Und noch was, Domian, ganz gut. Ich bin jetzt ganz frisch verliebt im Moment. Ja. Und bei mir ist es sehr, sehr, sehr schwer mit dem Verliebt, mit Verliebt sein. Und ich war einmal verliebt, habe ganz, ganz schwere Zeit durchgemacht. Ja. Und ich würde jetzt gerne mal neue Freundin grüßen, aber einfach, weil ich jetzt wieder, ich war in so einem tiefen Loch drin. Ja. Und habe jetzt endlich gepackt, mich wieder zu verlieben und würde gerne meine Freundin grüßen. Wäre das in Ordnung? Mach es, ich höre weg, mach es. Ja. Hallo, hallo Schatzi. Also ich bin richtig glücklich mit dir und ich bin richtig froh, dass ich dich habe. Und ich freue mich voll auf morgen und du machst mich überglücklich. Kussi, kussi. Dominik, toi, toi, toi für alles. Okay, Domian. Tschüss. Ciao. Dankeschön. Tschüss. Ja, das war unser Dominik. Was Männer wollen, heißt unser Thema. Und hier ist Dirk. Und Dirk ist 34. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Hallo, Dirk. Hallo. Ich bin gespannt. Ja, mir lief schon seit mehreren Jahren so der Gedanke durch den Kopf, immer wenn ich im Sommer die Mädels durch die Stadt habe gehen sehen, habe ich sie sehr beneidet, weil sie Röcke tragen. Mhm. Und fand es ganz spannend und habe so überlegt, ob ich nicht auch mal einen Rock tragen könnte. Ach. Und habe vor gut 3 Monaten mir einfach den Mut genommen, bin in den Laden rein. Hast du einen Rock gekauft? Hab einen Rock gekauft. Ich glaube es nicht. Einen richtig normalen Mädchenrock. Ja. Genau. Eng oder weit? Nee, ein Jeansrock. Ein Jeansrock. Lang. Wie lang? Wie? Also bodenlang. Bodenlang? Genau. Das war langweilig. Naja, gut. Also wenn dann schon so richtig. Und man muss sich auch nicht unbedingt lächerlich machen. Einen bodenlangen Jeansrock hast du dir gekauft. Genau. Aber du bist jetzt nicht irgendwie so travestiemäßig drauf. Überhaupt nicht, gar nicht. Auch nicht transsexuell. Nein, überhaupt nein. Gar nicht. Nein. Ist das ein? Es gibt ja auch in der Männermode mittlerweile Röcke. Ist das gar ein Männerrock? Nein, das ist nicht. Aber es hat mehr damit zu tun, dass ich nicht der dünnste einer bin. Ja. Und die meisten Röcke, die es zum Beispiel in diesem ganzen Gothic-Bereich gibt, da gibt es ja viele Männerröcke, mir einfach zu klein sind. Und ja, die auch ein unglaubliches Geld kosten. Ja. Und jetzt, aber dieser Jeansrock liegt auch eng an. Ja, ist jetzt kein so freischwingender. Ja, also wenn du sagst, du bist ein bisschen üppiger, also man sieht das jetzt, das kaschiert nicht das Üppige. Man sieht es. Ja. Ja. Klar. Ja, ja, jetzt stellt sich natürlich mir gleich die Frage, wann, wo, wie ziehst du den an? Wo ziehst du den an? Ich habe den dann erstmal abends meiner Freundin präsentiert. Es gibt also eine Freundin. Es gibt eine Freundin. Die fiel aus allen Wolken. Ja, so halbwegs. Also sie hatte nicht unbedingt damit gerechnet. Aber hat sie schon mal mit ihr drüber gesprochen? Nicht wirklich. Ah ja. Aber da sie halt auch im Gothic-Bereich unterwegs ist, ist ihr das von diversen Partys und so nicht so unbekannt ist. Erklär mal vielleicht eben den Leuten, Gothic-Bereich sind die Leute, die so schwarz rumlaufen, ne? Genau. Also ganz, ganz grob erklärt. Richtig. In den Städten meistens sogar sehr schick angezogen sind, aber sehr, sehr krass schwarz und geschminkt, weiß und so weiter. Richtig. Ja. Erstmal äußerlich stark auffallen, aber ganz nette Leute sind. Ja, das glaube ich, ja. Hatte ich vorher auch nichts mit zu tun, bin ich über meine Freundin so ein bisschen reingerutscht. Sehr spannend. Aber gehört deine Freundin auch dazu direkt? Ja, so halbwegs. Ja. Genau. So, jetzt kommst du nach Hause mit deinem Jeansrock. Genau. Und sagst, Liebling, guck mal, was ich hier gekauft habe. Genau. Und sie hat gar nicht großartig dazu gesagt, fand, dass ich einen ganz schönen gefunden hatte. Ja. Ja, und das Thema war sozusagen direkt durch. Aber du hast ihn doch sicher vor ihr präsentiert, ne? Ich habe ihn angezogen, klar. Ja, hast dich ein bisschen rumgedreht und hat sie gesagt, ja, schick. Genau. Fällt gut und sitzt gut. Genau. So, nu, jetzt liegt das Ding in der Ecke, oder was? Überhaupt nicht. Nein. Also ich habe dann am nächsten Tag das Ding einfach mal angezogen. Ja. Und bin halt nochmal Brötchen holen gewesen und so weiter. Und es war schon erstmal ein sehr stranges Gefühl. Glaube ich. Weil ich natürlich erstmal dachte, jeder guckt mich an. Ja. War auch so. Ja. Wo wohnst du denn? In der Stadt? In der Stadt, genau, in der Großstadt. Ah ja, dann geht's ja eher noch. Obwohl, da guckt man natürlich auch, wenn Männer mit Röcken rumlaufen. Richtig. Ja, und was machst du vom Beruf? Ich bin selbstständig, im Außendienst tätig. Das heißt aber, zur Arbeit kannst du es nicht anziehen. Doch, mache ich auch. Wie bitte? Was heißt im Außendienst? Was machst du? Ich besuche Kunden,
Wie, du besuchst Kunden im Rock? Genau, richtig. Jetzt muss ich weiterfragen. Was ist das für ein Bereich, in dem du da arbeitest? Versicherungsvertreter? Nein. Nein, gar nicht. Ich arbeite oder verkaufe Sachen in der Gastronomie. Also es ist ein bisschen schräger alles. Bitte was? Das sind eher so schrägere Vögel. Da kann man ein bisschen lockerer auftreten. Ja, durchaus. Obwohl, wenn du in so eine gut bürgerliche Weinstube kommst und denen da irgendwas verkaufst und dann im Rock, ist auch nicht so der Hammer, ne? Oder? Also da ich ansonsten ja ganz normal angezogen bin, ist das überhaupt kein Problem. Also im Ernst? Gerade neue Kunden erinnern sich viel mehr an mich. Oh, denen fällt das gar nicht so auf, wenn der Rock so lang ist. Da denken die, das ist eine Hose mit weiten, mit Schlag oder so. Das weiß ich nicht so genau. Das ist witzigerweise noch nie thematisiert worden. Also du meinst, man sieht, das fällt schon sehr auf, dass es ein Rock ist. Ich denke schon. Ja, und im Ernst, du ziehst es auch während deiner Arbeit an? Ja, mittlerweile habe ich schon meine Sammlung dank eBay etc. auf 5 Röcke erweitert. Und habe mich auch im Internet natürlich schlau gemacht, bin auf eine sehr nette Seite gestoßen. Männer, die Röcke tragen. Männer diskutieren. www.männerdieröcke-tragen.de. So ja. Ungefähr. Hab mich dann auch mal mit ein paar Leuten getroffen, bin auch schon mal gemeinsam mit denen durch die Stadt gezogen. Was sind das für Leute? Was sind das für Leute? Völlig normale Leute, die einfach also weißt du, in der Erweiterung ihres Kleiderbestandes damit weißt du, ich bin ja so, dass Frauen Hosen tragen, kann ich sehr gut verstehen, weil das ja bequem ist. Aber ich würde da nie einen Rock tragen. Gerade als so warm war jetzt in den letzten Wochen. Ja, da würde ich mir denken, das Ding rutscht mir hoch und dann guckt mir irgendjemand auf die Unterhose oder ein Windstoß geht da runter. Und so ein langen Rock ist doch auch wieder umständlich. Man macht einen großen Schritt und schon ist das Ding kaputt gerissen. Bis jetzt nicht? Nee, das wären so meine Bedenken. Deswegen käme ich nie und nimmer auf die Idee, mir einen Rock anzuziehen. Weil mir das so umständlich wäre. Und dann muss man beim Sitzen immer so die Beine so zusammendrücken, wie die Mädchen das auch machen, damit keiner dazwischen guckt. Das ist doch nicht männlich. Bei einem langen Rock? Nee, beim langen Rock nicht, aber... Und kürzere Röcke würde ich nicht tragen. Darauf wird es hinauslaufen, wie ich dich jetzt schon kennengelernt habe. Bald läufst du mit einem Minirock rum. Um Gottes Willen, nein, nein. Aber ich kenne durchaus jemanden, der seit mittlerweile, glaube ich, fast 10 Jahren ausschließlich in Röcken rumrennt und der auch überwiegend Miniröcke trägt. Und auch keine transsexuellen Neigungen? Überhaupt gar nicht. Es ist wirklich nur so eine... Genau, einfach nur Lust daran. Ja. Ich meine, warum nicht, ne? Warum nicht? Das war ja in der Mode lange Zeit immer noch das ganz große Tabu. Alles ist irgendwie möglich, aber dass Männer Röcke tragen, das war dann doch irgendwie zu schwul oder zu, weiß ich, zu transmäßig und so. Aber das, warum nicht? Aber ich denke, wenn man da ganz normal mit umgeht, vor 40, 50 Jahren war es genauso mit den Frauen und den Hosen. Ja, ja, ja. Also vielleicht wird es irgendwann normaler, wobei ich es auch als normal ansehe. Und du hast noch keine richtig blöden Reaktionen erlebt? Gelegentlich begegnen einem junge Herren südländischer Herkunft. Ja, die sind natürlich besonders drauf. Ich würde gerne mal jemandem einen Spruch hinterherwerfen, ja, ja. Aber mit einem entsprechend coolen Spruch zurück ist die Sache dann erledigt. Also. Aber da muss man auch vorsichtig sein mit dem coolen Spruch, sonst war es das, ne? Was sagst du denn da so als coolen Spruch zurück? Naja, also wenn die Frage kommt eben, ey, bist du schwul oder was, dann können wir zurückfahren, nee, musst du jemand anderen suchen. Oh ja, aber Vorsicht, ne? Das kann aber auch nach hinten losgehen, so eine Antwort. Klar. Was ziehst du denn, das bewegte mich gerade auch schon bei der Vorstellung, was zieht man denn da für Schuhe an? Das ist eine gute Frage. Ne? So die normalen Männerschuhe sieht ja ziemlich blöd aus dabei. Bitte nochmal. So normale Männerschuhe sieht ja wahrscheinlich ziemlich blöd aus, oder? Nee, durchaus nicht. Also überwiegend Turnschuhe. Mhm. Wobei ich jetzt auch, wo es ein bisschen kälter geworden ist, mir knielange Kniestrümpfe zugelegt habe, weil das mir mit meinen normalen Socken auch nicht so wirklich gefiel. Aber du gehst nicht so weit, dass du auch noch Nylon Strumpf. Überhaupt nicht, nein. Nee, das ist dann zu viel des Guten. Richtig. Es geht nur um den Rock. Richtig. Und du kämst auch nicht auf die Idee, dir ein weibliches Oberteil zu besorgen. Nein, überhaupt nicht. Das auch nicht. Oder ein bisschen Schminke. Oder ja, ich glaube, ich viel zu faul. Also, ich merke schon, ein ganz stinknormaler Rockträger. Richtig, genau. Ne? Der einfach hier Spaß hat. So, wie viel hast du jetzt schon? Was hast du gerade gesagt? 6? 5. 5. Mhm. Und die sind alle so lang? Richtig. Trägst du die so lang, weil du sagst, du bist ein bisschen moppeliger? Oder hat das andere Gründe? Nee, hat durchaus hauptsächlich ästhetische Gründe. Ach so.
Weil nämlich so, wenn es so richtig schweinewarm ist, dann, also wenn es einen Vorteil hat, dann vielleicht wegen der Belüftung, ne? Und da müsste es aber schön kurz und ja, vielleicht kommt das ja nächstes Jahr, wenn du erstmal noch mehr Gefallen dran gefunden hast. Kann ich mir nicht so wirklich vorstellen. Aber auch im Sommer, wenn ein Windstoß kommt, der fährt schon ganz gut so darunter und es ist sehr angenehm. Ja, ja. Konnte ich mir auch nicht so vorstellen. Ja. Also, das war der geheime Wunsch oder ein großer Wunsch von Dirk, den er sich selbst erfüllt hat, nämlich genau. Rockträger zu werden. Und da wirst du auch jetzt bei bleiben. Ich denke schon. Ja. Dann wünsche ich einfach ein gutes Leben mit den Röcken. Vielen Dank. Wenn sich da jemand für interessiert, am kommenden Samstag ist in Aachen ein großes Treffen von Rockträgern aus dem ganzen Benelux-Bereich. Also Samstag gegen 11 Aachen Hauptbahnhof. Das ist ja schrill. Der Will kann sich ja einfach mal umgucken. Da treffen sich dann Männer, heterosexuelle Männer, genau. Die gerne Röcke tragen, richtig. Treffen sich am Bahnhof in Aachen und machen einen Tag, verbringen einen Tag gemeinsam in Aachen. Was macht man denn dann miteinander? Das sind doch völlig unterschiedliche Menschen. Man hat nur ein einziges Thema Röcke. Redet man den ganzen Nachmittag dann über Röcke? Nee, durchaus nicht. Es geht über Gott und die Welt. Über Gott und die Welt. Ja, genau. Das wird dann interessant werden. Auf jeden Fall. Ja. Lieber Dirk, alles Gute und viel Spaß dann in Aachen. Ich danke dir. Tschüss. Bis dann, tschüss. 0800 220 5050. Unser Thema heute Nacht heißt, was Männer wollen, die geheimen Wünsche der Männer. Ich möchte gerne mit euch, hauptsächlich mit euch, ihr Männer, ihr Jungs reden. Was sind so eure geheimen Wünsche, die ihr habt oder die ihr euch vielleicht, wie wir es gerade gehört haben von Dirk, verwirklicht haben, habt? Oder vielleicht gibt es auch noch Dinge, die ihr gerne mal machen würdet und euch noch nicht traut und so weiter. 0800 220 50 50. Hier ist eine Frau, die uns über Männer erzählen wird, nämlich wie heißt? Nataskia. Nataskia. Ja, hi. Guten Morgen, Nataskia. Guten Morgen. Komme ich gleich in den Stotter mit deinem Namen? Ja, das ist Italienisch. Das wird Natascha ausgesprochen, aber Nataskia geschrieben. Ist das mal Italienisch? Ich hätte jetzt was Osteuropäisches gedacht. Nee, Nataskia, das riecht so ein bisschen russisch fast schon. Nee, wird halt Nataskia geschrieben, aber Natascha ausgesprochen. Natascha wird's ausgesprochen? Ja. Ach, das ist ja schön. Dann sage ich einfach Natascha zu dir. Genau. Natascha. Ja, und zwar bei mir, ich habe die Erfahrung gemacht, also ich bin 25. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass halt... ich war jetzt auch mit, ja, 5 Beziehungen hatte ich und dass halt Männer im Bett eine Frau suchen, die halt eine Schlampe raushängen lässt. Ja, ja, das wollen, ja. Genau. Und das ist deine Erfahrung mit Männern, dass das der geheimste Wunsch ist, dass die im Bett eine Schlampe haben wollen. Ja, aber sogar die Schüchternen. Ja, sogar die schüchternen Männer. Ja. Die wollen, wenn es dann intim wird, die wollen dann eine richtige, die aber so richtig, ne, die Sau rauslässt. Genau. Wie hast du das bemerkt? Ja, das so kam durch, also ich habe mit 15, ich hatte halt schon früh angefangen. Ja. Und dann hatte ich halt meine erste Beziehung mit einem Älteren. Ja. Naja, und der hat mich dann so eingewiesen und dann habe ich nur das gemerkt, so. Aha, das heißt Weil du, das heißt man du... Man merkt ja das. Ja, das heißt, du bist dann so eine. Genau. Man darf da so sagen, dass du bist dann eine richtige Schlampe. Ja. Im Bett. Und da stehst du auch zu. Ja. Ja. Was wollen denn die Männer im Bett? Was macht denn eine Schlampe aus? Das ist zum Beispiel ganz einfach. Wenn man jetzt einen Mann kennenlernt, als ich sehe halt, ja, halt gut aus, sag ich mal. Und ich habe ein ziemlich naives Gesicht und so. Ja. Und dann bin ich mit dem Mann zusammen und lass natürlich erstmal im Haushalt alles blitzen und hast du nicht gesehen und meistens bin ich dann erstmal auch ganz verschüchtert. Ja. Und dann ist das so, dass ich dann merke, so, wenn man dann Sex hatte, dass meistens ja am Anfang so richtig 0815 ist halt, ne? So Zärtlichkeit. Ja. Und dann merkt man das schon an den Männern, dass sie das gar nicht wollen. Und dann mache ich das meistens so, dass ich dann hergehe und wenn jetzt zum Beispiel, also ein Ex von mir, der kam von Arbeit und dann habe ich mir halt so einen Krankenschwesterdress besorgt und habe den so begrüßt. Und darunter nackt wahrscheinlich. Ja, natürlich. Natürlich, was frage ich da noch? Ja. Krankenschwesterdress und darunter nackt. Ja. Das beeindruckt natürlich schon die Jungs, ne? Ungemein, das ist ja nicht nur Krankenschwester-Look, das kannst du ja mit einem Blaumann machen und hast du nicht gesehen, also gibt's verschiedene. So, aber das ist ja erst der Anfang. Richtig. Ne, die Schlampe zeichnet sich ja aus, indem es dann auch bei diversen Dingen gut zur Sache geht.
Genau. Was mögen denn die Männer? Ich weiß das alles gar nicht. Erzähl es uns mal und mir. Ja, das ist also so, dass halt am Anfang machst du natürlich erstmal so ganz normale Sachen. Willst ja nicht direkt drauf losgehen. Blümchensachen. Blümchensex, genau. Genau so. Ne, die ganz normalen Stellungen. Naja, und dann fängst du an, dass du den Befehlston raushängst. Ach so. Ja, dass du halt sagst so, jetzt, keine Ahnung, jetzt leck mir mal die Schuhe. Ich zog sie schon zusammen, leck mir mal die. Aber du sagtest Schuhe, das war dann war richtig geil. Du sagst dann, leck mir mal die Schuhe. Ja, leck mir den Stiefel. Das finden die immer gut? Das finden die klasse. Echt? Das, also bis jetzt habe ich wirklich die Erfahrung gemacht, die stehen alle drauf. Und wenn das dann ein bisschen zu hart war, wo ich dann gemerkt habe, okay, jetzt bist du ein bisschen zu weit gegangen, ja, dann spreche ich die so an. Dann hole ich zum Beispiel eine Freundin zu mir nach Hause, ja, weil ich bi bin. Aha. Und dann hole ich eine Freundin zu mir nach Hause und begrüße meinen Partner so. Du ziehst aber auch alle Register, ne? Ja. Dann kommt auch noch die Freundin dazu. Genau. Okay, also die mögen das ein bisschen härter unter Umständen. Genau. Die mögen so an Stellungen oder so, an Praktiken. Hast du da eine Erfahrung, worauf die besonders stehen? Ohne jetzt zu pornografisch zu sein, du verstehst, wir können ja jetzt nicht so offen. Nee, ist klar. Nee, ich denke mal, das ist halt viel mit Spielzeug und viel, dass die Frau die Initiative halt ergreift. Ja. Nicht, dass der Mann halt immer nur oben drauf sitzt, ja, und seine Arbeit da ableistet. Also, du hast die Erfahrung gemacht, dass die Männer gerne nach Strich und Faden bedient werden wollen. Genau. Aber so richtig. So richtig. So richtig. Und deswegen, ich habe immer Erfahrung gemacht und die rennen mir bis heute auch immer alle hinterher. Und nach außen hin bist du so das Naivchen, ja, so die Brave. Genau. Ne, so eine ganz Süße. Ja. Wenn man so denkt, ach, die kann gar nicht groß bis drei zählen. Aber ja, so, genau, ne? So ein Dümmchen. Ja. Richtig dämlich und naiv. Aber dann geht's zur Sache. Aber dann geht's rund. Hast du im Moment einen Freund? Nein. Nee. Seit einem Monat nicht mehr. Aber die müssen doch wahrscheinlich, das spricht sich doch rum, die Männer müssen doch letztendlich dir das Haus einrennen, oder? Nö, das würde ich jetzt nicht sagen, weil meistens sage ich ja, wenn mich jetzt ein Typ direkt anspricht und sagt, oh, ich habe das und das gehört, dann tue ich natürlich das alles abstreiten. Ist klar. Man hat ja auch seine Ehre. Und mache einen auf, ich doch nicht, Gottes Willen. Also dann lasse ich praktisch die Nonne raushängen. Ja. Aber diese Typen kriegen mich da meistens auch nicht. Aber Natascha, hast du denn von diesen Spielchen auch was? Ja, sicher. Ja? Oder ist es für dich irgendwann auch mal affenscharf, wenn du mal auf einen Kerl stößt, der genau umgekehrt das mit dir macht? Ja, das wäre klasse. Das wäre klasse, aber ne? Das ist jetzt noch nicht passiert. Also irgendwie, ob jung, ob alt. Das heißt, so einen richtigen Kerl, der dich da mal so richtig nimmt und dran nimmt, der wäre auch nach deinem Geschmack. Ja, richtig. Oh ja. Klar. Mhm, klar. Aber gibt es zu wenig. Es gibt sehr wenige, in der Tat. Oder gibt es fast gar nicht, deswegen. Ja. Die meisten lassen das raushängen und wenn es dann wirklich passiert, ja, ne, dann sind sie klein mit Hut. Genau, das ist es. Mhm. Gibt es denn sonst irgendein Geheimnis noch, was du uns verraten könntest, worauf die besonders stehen? Ja, halt. Und was ich gemerkt habe, dass man auch als Frau, wie sagt man, im Haushalt zum Beispiel. Ja. Man sollte da wirklich auch richtig sauber sein und alles schön machen und gemütlich machen. Ja. Und das ich glaube, das macht eine Frau vollkommen. Ja. Halt, die alles mitmacht. Finde ich auch genau. Aber es Spaß hat, ne? Ja, aber das finde ich auch, was du, das ist völlig richtig, was du sagst. Das muss auch sauber sein zu haben. Und ich denke, das, finde ich, brauchen Männer. Ja. Und das ist meine Erfahrung. Was machst du vom Beruf, wenn ich fragen darf? Ja, ich bin noch Auszubildende. Als was? Ich mache Erzieherin. Erzieherin? Ja, das passt doch. Aber bei Kindern, ne? Ja. Ja, da bin ich auch ganz lieb. Ja. Also ich merke, du mit deinen 25 Jahren schon sehr viel weißt, ne? Wie du die Jungs um den Finger wickeln kannst. Ja, bestimmt. Aber ich habe eben auch gelernt jetzt aus dem Gespräch, dass zu dem wirklichen Glück für dich letztendlich ein Mann gehören würde, der dir das Wasser reichen kann. Ne? Genau. Ja, und die sind rar gesät, wie wir es gerade gesagt haben. Leider noch nicht vorhanden. Tja, dann wünsche ich dir von Herzen, dass du so einen findest. Jo. Das war sehr interessant, mit dir gesprochen zu haben. Mhm. Und wünsche dir eine gute Nacht. Schlaf schön. Jo, gleichfalls. Natascha. Tschüss. Jo. Tschüss. So, Freunde, das war's von uns für heute. In der Technik war Annette Bastian. Morgen sind wir natürlich wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, 1 Uhr 1 Festival. Morgen mit einer...